Es ist also wahr. Du hast mich getötet. Und dennoch lebst du. Wie fühlt sich das an, den Tod zu überlisten? Spürst du den Schmerz? Leidest du? Was ist mit der Stadt? Mit dem Palantir? Die Nazgul haben sich beides genommen. Sie gehören jetzt dem dunklen Herrscher. Ich habe versagt. Du musst weiterkämpfen. Sie trägt das Licht Galadriels. Wir können den Ring zurückholen. Euren Ringen haben wir all das zu verdanken, Elbenherr. Ihr könnt ihn sehen. Ich sehe ihn. Wer seid ihr? Ich bin die Klinge Galadriels. Seit wann lässt sich Galadriel mit Assassinen ein? Manchmal heiligt der Zweck die Mittel. Das solltet ihr doch am besten wissen. Erzähl mir mehr von diesem Ring. Mit ihm wollten wir Sauron bezwingen. Aber wir verloren ihn an Kankra. Die Nazgul werden die Macht des Rings spüren. Er darf Sauron nicht in die Hände fallen. Das Licht Galadriels gibt es uns. Schweigt still! Mein Licht wird uns beschützen, doch ich gebe es niemals her. Wir müssen uns beeilen. Versuch, Schritt zu halten. Ja, damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shadow of War. Alle sagen sie immer, wir sollen Schritt halten, ne? Wir sollen Schritt halten, weil wir so langsam sind mit Talion hier. Echt, also, naja. In der letzten Folge habe ich einen entsendet die Nazgul Cliffhanger Cut gemacht. Ja, Cliffhanger nicht wirklich direkt, aber da war auf jeden Fall die Folge zu Ende. Wir haben Minas Ithil an Sauron und den Hexenkönig verloren. Das ist jetzt nicht mehr Minas Ithil, sondern Minas Morgul. Ja, alles irgendwie immer mit Mor und Ghul und sowas bei den Bösen. Der Castamir ist ein richtig blöder Sack. Er hat sich halt einfach vom Hexenkönig komplett verarschen lassen. Daran musst du mich nicht denken. Denn so mächtig mein Ring auch ist, die Nazgul besitzen ihre Eigen. Und wir müssen jetzt den Ring, unseren Ring, von Kankra zurückzuholen. Und er soll uns schützen. Ja, Licht Galadriels hier. Also auf jeden Fall sollen wir jetzt mit dieser Assassine von Galadriel hier unseren Ring zurückholen von Kankra. Ist wohl auch nötig. Aber ganz ehrlich, wir kriegen nichts gebacken, ja? Wir machen einen neuen Ring. Einfach so. Und kriegen vom Hexenkönig da auch noch irgendwie so Brainfuck eingesetzt und auf einmal ist wieder alles cool. Naja. Warum? Opfer müssen gebracht werden.
Wieso jetzt? Nimm den Ring. Führe deine Armee. Dein Pfad wird sich dir zeigen. Der Ringgeist ist fort. Du musst diesen Ring zerstören. Er gehört jetzt uns. Ihr werdet eurem Ruf gerecht, Celebrimbor. Dieser Ring ist anders. Mit ihm können wir Sauron bezwingen. Ich richte Menschen, die im Bann dieser Ringe stehen. Du willst nicht enden wie sie. Wenn die Zeit gekommen ist, tue ich, was getan werden muss. Vielleicht. Du solltest von hier verschwinden. Die Ringgeister kehren wieder. Das tun sie immer. Wir werden uns wiedersehen. Alles klar. Wir werden uns wiedersehen, Schätzchen. Da freue ich mich. So, wir haben ein neues Gebiet freigeschaltet. Hörst du das auch? Das ist der Wald von Karnen. Und für uns nicht von Belang. Talion. Wir brauchen eine Armee. Ja. Da. Dieses Lager ist voller Krieger. Unsere Krieger. Akt 2. Aufstieg zur Macht. So, na endlich mal keine Sequenz. Ja, wir können jetzt, ja, Celebrimbor, halt einfach mal den Sabbel, ey. Ohne Scheiß. So, wir haben jetzt den Ring wieder, das heißt, wir können beherrschen, Orks beherrschen. Soweit ich weiß, im ersten Teil ging das ja auch ohne. Ich glaube nicht, dass wir da einen Ring hatten. Da haben wir die einfach so beherrscht, weil Celebrimbor dann auch ein ziemlich cooler Typ war. Jetzt ist er eher so nerviges Anhängsel, würde ich mal sagen. Und für alle, die es nicht wissen, Galadriel ist diese wunderschöne, fast weiße Elfen- oder Elbenfrau, die in Herr der Ringe immer vorkommt. Und das Licht Galadriels ist ja dann so ein cooler Shit gewesen, wo die bösen Orks immer dann verschwinden und die Ringgeister und Nazgul, was auch immer, alles findet das Licht Galadriels echt dufte und hat Angst davor. Und die Assassine eben war halt so, ja, sagen wir mal, ihre Hand. Ihre rechte Hand. Vielleicht ihre linke, man weiß es nicht. Auf jeden Fall eine Hand. Wir haben jetzt den Ring von Kankra wieder. Ist okay. Kann man so machen.
Nur weiß ich jetzt schon, dass wir Ringe als Loot auch bekommen werden. Von Hauptmännern oder vielleicht auch durch so eine Ethildien-Tür oder so. Und da sind Ringe bei. Und dann lassen die das einfach im Spiel so aussehen, als ob unser Ring, den wir jetzt hier mühsam von der Kankra wieder zurückerobert haben, im Kampf gegen Ringgeister oder Nazgul halt, haben wir den mühselig zurückbekommen. Alles dreht sich um diesen fucking Ring, um diesen einen. Und dann bekommen wir einfach so Loot-Ringe von irgendwelchen Mobs, die halt alle besser sind. Und du fragst dich nur so, echt jetzt, Spiel, wirklich? Es dreht sich vor allem zu Beginn alles um diesen einen fucking Ring. Und dann ist er halt so scheiße, dass wir ihn durch jeden beliebigen anderen Ring ersetzen können. So, die Story ist halt echt total für den Hintern, also ganz ehrlich. Dafür, dass wir nicht entdeckt werden sollten, gehe ich aber ganz schön vorschrammen, fällt mir gerade mal auf, aber es funktioniert bisweilen. Es gibt noch mehr Städte wie Minas Ithil. Tolkien wird sich bei dieser Story im Grab nicht nur umdrehen, er wird im Grab auch noch Breakdance tanzen, Mann. Ohne Scheiß. Weißt du, du machst einen neuen Ring, das ist erstmal schon ein Fakt, der ist total krank. Ja, das ist echt so gar nicht eigentlich Herr der Ringe-like. Und dann kriegst du den Ring wieder, nachdem du ihn dummerweise, weil du ein Trottel bist, auch noch verloren hast. Dann kannst du damit Orks übernehmen, was du vorher im ersten Teil ohne Ring konntest. Und dann ist dieser Ring auch noch kacke, weil du neue Ringe lootest. Was? Naja, es geht hier schließlich ums Fighten. Die Story ist ja eigentlich so, naja, die ist halt da, ne? Ja, die Bogenschützen töten euch, das ist richtig, die habe ich auch gerade übernommen. So, brennt ihr alle? Fast, ne? Fast alle brennt ihr. Wollte er uns gerade schlagen? Ich glaube, der hat einen Arsch offen. Wieso? Dann halt so brenne ich ein bisschen mit, ist scheißegal. Wir brauchen mehr Krieger. Stärkere Krieger. So, der Sturz, Auftrag abgeschlossen, Level Up, Fähigkeitspunkt, Trefferserie von 20, da eben am Tor, glaube ich, war das noch. Und wir haben unseren Loot bekommen, den wir da freigeschaltet haben. Durch den Hauptmann. Bogen des Waldläufers, der ist bestimmt ziemlich kacke. Er ruft nach uns. Wir dürfen uns nicht ablenken lassen. Unsere Armee zu errichten hat Vorrang. Kämpfen dagegen Karagor. Okay, gucken wir erstmal auf der Map. Wir haben jetzt ein neues Gaybeat. Brutale Natur, seltsame Musik zieht dich in die Wälder Nurns. Es wird Zeit, ihrem Ruf zu folgen oder Ring der Macht. Die Wiederbeschaffung des neuen Rings gibt dir die Macht, deine Feinde zu beherrschen. Ach was, echt? Es ist an der Zeit, eine Armee zu formen. Das hier umgibt ein bisschen mehr EP. Ist vielleicht dadurch ein bisschen anspruchsvoller. Ich würde aber sagen, wir holen uns hier erstmal ein, zwei Hodor-Türme und gucken uns mal die Armee an, bevor wir uns jetzt direkt wieder in die Quest stürzen. Habe ich natürlich Bock drauf, wird auch zeitnah auf jeden Fall passieren. Aber erstmal im neuen Gebiet so ein bisschen die Lage abchecken, gucken, was hier abgeht. Ne? Wir sind jetzt hier auch gerade im Wald. Oh, ein Graub, sagen sie. Naja, ist doch kackegal.
So, einmal bitte reinigen. Oh, pasa, die Kalorien denn? Oh, sag das doch direkt, Tali, und dann verstehen wir uns doch, mein Lieber. Oder Celebrimbor. Celebrimbor geht mir auch in dem Teil richtig auf die Eier, ne? Richtig, richtig extrem, wirklich. Im ersten Teil war der irgendwie cool, da war das so, boah, krass, wir werden vom Geist besessen und können jetzt voll den krassen Scheiß. Im zweiten jetzt ist das eher so, ah, der ist halt da und fuckt einfach nur noch ab mit seiner Art. Der ist so ein richtig nerviger, ätzender Charakter geworden. Oh, wir brauchen eine Armee. Oh, lass es doch mal einen Ring machen. Ist doch voll die geile Idee. Also, oh, nee, wirklich. Da kriege ich echt... Krieg ich so einen Hals, weißt du. So einen kriege ich da. Nee, wirklich. Hätte man irgendwie geiler machen können. Dieses ganze Story-Gewölbe, Charaktergewölbe und so. Auch der Castamir, weißt du, so ein richtiger Trottelcharakter, ey. Richtig, richtig schlimm. Wo du nur denkst, ey, meinst du eigentlich echt, dass der Hexenkönig mit dir cool ist? Was ist denn bei dir los? Hast du irgendwas Falsches gegessen heute Morgen? Wer denkt denn bitte, dass der Hexenkönig himself, ja, da sagt, ach ja, wenn du mir den Palantir gibst, dann bist du echt ein guter Guy, dann können wir zusammen chillen. Warum? Das wird doch keiner mal am Mensch denken. So, das war Hodor Turm 1. Wo ist der zweite? Da unten und da oben. Der da oben ist wahrscheinlich näher. Sieht ja blöd aus mit der Klippe. Okay, hier müssen wir dann so rum. Da können wir eigentlich das Ephil den auf dem Weg mitnehmen. Dann gehen wir hier so blub, 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 blub. Hier runter zu dem Turm. Dann können wir noch da das Monument auch kaputt machen. Hier. Oder? Warte mal, ja. Also das soll jetzt nicht heißen, dass das Spiel kacke ist. Das ist immer noch geil, weil ich auch dieses Fighten auf jeden Fall richtig feiere. Oh, oh, was? Hast du je einen Menschen gesehen, der von einem Dutzend Uruk gleichzeitig zerhackt wurde? Was? Hä? Ich hab den noch executed. Ich hab das Falsche gedrückt. Glückwunsch. Wunderschön habe ich das gemacht. Ach, da war noch ein. Ach nee, das war der. Los, Freitag. Gib uns einen letzten Schein. Halt die Backen, ey. Oh, jetzt ist die Armee wieder weiter, bla bla bla. Das will doch keiner sehen, sowas, wirklich. Ich habe ihn geexecutet und genau in dem Moment werde ich gekillt. Was ist das für eine Logik? So, und noch einmal. Wollte nämlich auch eigentlich den Executen, dann Elbenwut anmachen, ne? Schön. Aber nee. Hat er uns halt im Execute gekillt, was eigentlich gar nicht möglich ist und auch nicht möglich sein sollte. So. Ach, hier direkt. So, Edregita. Hier unten zum Hodor-Turm. Da ist Online-Blutrache. Ah ne, unsere eigene. Weißt du was? Der kann mal schön dran glauben gehen. Ja, vorher. Ein paar Infos klar machen. So, bei dem wissen wir ja schon, was abgeht. Weißt du, was nehmen wir mal so einen großen hier oben? Häuptling. Gund Weißauge. Oh ne, so ein Bogenschütze. Armbrustschütze. Ne, bäh, bäh. Mach ich gar nicht. Wirklich null. Ach komm, geh nach Hause. Geh mir nicht auf den Sack.
So. Hier unten ist irgendwas Dickes, das sieht mir nach einem Grauk aus, wa? Jo. Haben wir dich geweckt, kleiner Mann, hm? Guck mal, hier. Haha, viel Spaß mit den Orks. Oder eher den Orks, viel Spaß mit dem Grauk. wow, lass uns ja in Ruhe, ey. So, auf Wiedersehen. Also, wo war ich eben dran? Ah ja, das Spiel ist immer noch geil, ne? Ich feiere die Kämpfe ja trotzdem und sowas. Die Kämpfe sind auch echt das Beste. Aber dieses Story-Konzept dahinter, wie das alles läuft, das ist schon echt ein bisschen dumm. Auch der Celebrimbor, dass er so ein Affe ist, naja. Da hinten ist Feuer. Bringt uns so nix. Aber zwei Orks wird getroffen. Ich glaube, das ist der Drecksack, ne? Ah ne, wir müssen, glaube ich, die Blutrache so richtig annehmen, oder? Wie war das nochmal? Vielleicht können wir ja hier unten die Orks übernehmen und die dann für uns kämpfen lassen. Das fehlt dir noch. Würde ich sagen, hast du Glück gehabt, heute ist dein Tag. Du kriegst jetzt einen schleichenden Mörder. Die gucken erstmal so und denken sich, hö, wer ist er denn? So, alle weg. War mir jetzt zu blöd. Einfach Elbenwut an und gib ihm, ey. So, wir müssen das jetzt so richtig annehmen, ne? Ja. Ein Festmahl in der Nähe. Ich kann ihren fürchterlichen Gesang hören. Okay, Celebrimbor. Wie wir wissen, bist du der Überpimp. Wir müssen auf dich hören. Hätte ich mir die Elbenwut noch sparen sollen. Hätte ich gewusst, dass da jetzt nur diese Lappen sind. Naja. Wo? Den wollte ich schon längst mal getroffen haben. Der soll nämlich echt ein cooler Typ sein. Ich glaube, jetzt sind wir auch direkt in der Ecke hier von, sind wir direkt in der Ecke von... Ich hab ihn gesehen! Von dem Hodor-Turm. Ich glaube, das ist sogar hier, ne? Das Ding da. Können wir jetzt noch nicht machen, weil wir in der Quest sind. So, Snafu, der ekelhafte Würger. Wo ist er denn? Da hinten. Komm, weg da, da war direkt hier so ein Explosionsschiss. Zack. Zack. Was? Wo kommst du denn her? Für den Snafu gibt das hier nichts mit dem Festmahl. Da ist noch ein Feuer, kriegt er das auch noch direkt. Bam. Dann noch hier die Fliegen. Hat er richtig Party da unten. Feuerfest, ach was. Saftiges Fleisch und leckerer Grog. Aber so schön es auch war, irgendwas hat gefehlt. Und da ist es auch schon. Okay, er ist ein Wilder, den können wir so nicht... Dann halt so. Der will Alarm auslösen. Naja, soll er machen, komm.
Jetzt ist er aggro, weil er... Ach, durch Hinrichtung. Jetzt ist er angepasst auch noch. Komm weg mit ihm, ey. Hab mich genug genervt, der blöde Hund. Oh, dieser Schmerz. Wie ich wünschte, er würde niemals enden. Du bist richtig kaputt. Du bist richtig, richtig kaputt. Da, sowas wünschst du dir, das würde niemals enden. Merkst du selbst, oder? So, der war nämlich gar kein Problem. Oh, ein epischer Dolch, oder episch, so zumindest für mich ist episch eigentlich lila. Oh, ist vergift von den Grog. Aber das ist auch so von WoW damals drin. Da ist dann legendär, legendär ist hier orange, wie gerade. Noch viel Spaß damit. Und auf Wiedersehen. Ich habe mich gereinigt. Okay, haben wir ihn halt gereinigt. Wenn das jetzt das neue Wort ist für zerstückelt. So, dann noch einmal hier das Monument gerade kaputt machen. So eine hässliche Kacke wollen wir in dieser schönen Landschaft nämlich nicht sehen. Geiler Move, Talion, geiler Move. Ah ja, stimmt, ich wollte eigentlich das Juwel noch einsammeln, dann nehme ich das Juwel hier auch noch direkt mit. Die sind nämlich gar nicht so unpraktisch tatsächlich. So, dann einmal hier. Hopp, 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 hopp. Wo ist es? Da ist es. Genau, steck mal deinen Säbel da weg. Ist nämlich hier alles gerade ganz ruhig. So, und... Ach, guck mal, hier ist so ein schwarzes Brett. Könnte auch sein, dass da Infos sind, aber jetzt in dem Fall nicht. So, hopp, hopp, hopp. Ach, Talion, ey, dass er dann immer da so rumrollen muss, weißt du? So, jetzt holen wir hier noch den Hodor-Turm schnell. Bin ich ja froh, dass ich noch Rache nehmen konnte. Ach komm, echt jetzt. Oh, holy fuck. Also manchmal, manchmal. So, halten. Echadonivorn. Hört sich ein bisschen wie Russisch. Na, dann lass uns hier mal suchen. Auf dem Wasser kann ja wahrscheinlich nichts sein. Ethildin. Artefakt. Na. Bin ich aber froh, dass wir jetzt noch Rache nehmen konnten an dem einen und den anderen da auch noch weghauen, der da zufällig vorbeikam. Der meinte, uns überfallen zu müssen. Aber das hat mich echt genervt, weißt du. Ich war dem gerade am hinrichten und dann haut der da irgendwie von hinten rein und ich drück dann das Falsche in der letzten Chance oder zweiten Chance. Na, wo ist denn das letzte jetzt? Da war es doch. Direkt hier vorne. Ein Ithildin. Okay. So, dann würde ich sagen, hier machen wir in der nächsten Folge weiter. Mal gucken, ob wir dann in den Wald gehen. Ich denke mal, wir werden auf jeden Fall Hauptstory machen. Wald oder da hinten bei der Armee das machen. Also heißt das, wir werden wahrscheinlich entweder irgendwie in dem Wald. Da ist es ein bisschen
rätselhaft und spannend, was da passiert. Das weiß man jetzt noch nicht so genau. Und bei der Armee, die wir erschaffen sollen, werden wir sehr wahrscheinlich Orks übernehmen, weil Excalibur nur das kann. Ja, also vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und haut rein.